Wolfgang Schreil aus Bodenmais in Niederbayern. Er war einst Bodybuilder und deutscher Meister im Steinheben. Als Umweltschützer, Naturentdecker und Tierexperte kommt er Tieren so nah wie kaum jemand. Die wissen ganz genau, der große dicke Mann, der macht mir nichts. Das ist alles in Ordnung. Das ist was ganz was besonders Schönes, finde ich. Im Bayerischen Wald ist Wolfgang Schreil besser bekannt als White Wolfy zu Hause. Tiere und Natur sind sein Leben. Er gibt sich dem Rhythmus des Waldes hin, sagt er. Der 42-Jährige beobachtet Waldtiere, päppelt Verletzte oder Verwaiste auf und entlässt sie wieder in die Freiheit. Seit 8 Jahren schreibt er auch Bücher. Jetzt erscheint schon sein 4. Band. Da reden wir natürlich auch gleich drüber, der White Wolfy. Servus. Ja, servus. Schön, dass ich da sein darf. Wie hat sich denn dieser besondere Zugang zu Tieren entwickelt? Hast du das immer schon gehabt oder hat sich das irgendwann ergeben? Ja, ein besonderer Draht zu Tieren, glaube ich, ist mir in die Wiege gelegt worden durch meine Mama, die mir viel beigebracht hat, gerade vom Wald und gerade von den Tieren. Das Wichtigste, glaube ich, war der Respekt gegenüber den Tieren, den hat sie mir beigebracht. Mit der Zeit ist eigentlich dann diese extreme Empathie zu den Tieren und gerade zu den Wildtieren langsam erst gewachsen und habe dann festgestellt, dass ich die Tiere meistens besser verstehe, als ich das Menschen jemals verstanden habe. Merken das die Tiere gleich? Das ist zwar ein Mensch, aber irgendwie ein anderer? Ja, tatsächlich. Ja. Es kommt auf dein eigenes Verhalten drauf zusammen. Mhm. Sind wir ganz ehrlich, wenn du draußen in der Natur unterwegs bist. Mhm. Die meisten Menschen haben ja irgendwas Hektisches zu tun. Selbst heute mit unseren Wischerhandys. Mhm. Joggen, Radfahren, laut reden oder sonstige Sachen. Und selbst wenn man ein wildes Tier sieht, die meisten gehen dann relativ zügig darauf zu, um ein schönes Bild zu machen. Und alles das ist genau das, was sie die Tiere von den Menschen eingeprägt haben. Und ich mache mehr oder weniger das Gegenteil. Und mache absolute Ruhe draußen im Wald und versuche eben genau das Gegenteil zu machen mit dieser Ruhe. Und jedes Tier hat seine eigene Fluchtdistanz. Und jedes Tier kannst du mit der Zeit und Laufe der Jahre kennenlernen. Und dann funktioniert es tatsächlich, dass die relativ schnell feststellen, hey, der ist anders, den schauen wir vielleicht einmal an. Also ganz viele kommen sogar auf mich zu. Jetzt schauen wir uns mal Bilder an von dir und den Vögeln oder zum Beispiel auch von ihm hier. Ich meine, das ist keine Fotomontage, du bist ja so. Das ist echt, ja, genau. Ich habe relativ viele Tiere, also so, wie sagt man, Selfies, wo ich dort bin. Und das war also auch ein wilder, erwachsener Fuchs. Allerdings sieht man hier an der Ohrenstellung, also das war schon so, dass er gesagt hat, jetzt klang es aber, gell? Näher geht's nicht. Ein Hörnchen, das war die Luna, das ist also eins von denen, wo ich großgezogen habe. Mhm. Und die besuchen mich immer wieder draußen, die sind sehr dankbar. Und dann passieren solche Selfies. Ja. Ist das der Hut, oder? Ja, genau, ich hab nur solche Hüte. Wo Luna wohnt. Wo Luna wohnt, genau. Und das sind wilde Tonmeisen, das heißt, die habe ich nicht großgezogen. Mhm. Die kommen einfach so, weil sie wissen, dass beim dicken Papa was zum Essen gibt. Aber zu uns kommen die nicht so nah her. Also zumindest Vogelhäusle aufstellst und so. Das ist alles so mit der Zeit. Die haben mich irgendwann angefangen, mich anzufliegen. Mhm. Und ich habe dann einfach einmal die aus der Hand gefüttert. Und jetzt kann ich sie, also egal wohin, da oder da, ich tue nur eine Nuss und dann sind sie schon da. Und die holen mich von Weitem schon ab. Ja. Das ist so eine typische Sache. Das ist übrigens nicht die Lotta, sondern das ist die Mathilde. Mhm. Das war also auch ein wilder Marder, den ich großgezogen habe. Und ja, war da schon ein recht schönes Verhältnis dazu. Und ja, so ein besonderes Selfies, glaube ich. Aber so ganz besonders nahe gegangen. Also die besondere Art und Weise, mit Tieren umzugehen und mit dem zu leben, hast du. Aber ich glaube, Lotta war schon eine ganz besondere. Die war anders. Lotta, Mardermädchen, ist das neueste Buch. Mhm. Auch ein bisschen ein trauriges Buch, oder? Ja, weil sich die Wege trennen mussten. Mhm. Ich meine, eigentlich ist es natürlich. Das heißt, also, es war ein ganz natürlicher Prozess. Mhm. Bloß sie war schon so lange immer wieder bei mir, obwohl ich sie schon natürlich schon 6 Monate nicht mehr gefüttert hatte, dass ich als Mensch tatsächlich so dumm war, muss ich sagen, dass ich mir dachte, das wird eine never-ending story. Das heißt, also, sie ist immer bei mir. Mhm. Und ich habe mein Herz schon so sehr an für sie verschenkt. Ich habe 6 gleichzeitig großgezogen. Mhm. Die anderen 5 waren recht schnell verschwunden. Und Lotta ist lange geblieben und die Natur hat uns dann getrennt. Wie war das? Hast du das gemerkt, dass das kommen wird? Oder? Ja. Zuerst war sie schon immer mal eine Woche weg, dann war sie auch ein bisschen verletzt. Und irgendwann kam sie dann zu mir, nach glaube ich 4 oder 5 Tagen wieder weg sein, kam sie zu mir und ich habe sofort gesehen, sie war gebissen überall. Also waren Revierkämpfe, sie war halt geschlechtsreif. Und sie sah mich anders an als sonst. Das heißt, also ich kam ganz kurz zu mir, gab mir so ein kleines Bussi, sah mich an, sah zur Natur, wiederholte sich mehrfach und ging dann weg. Und ich sagte gleich zu ihr, jetzt gehst du, oder? Ja. Und
dem Zeitpunkt, sie ging in die Richtung und ich wusste, jetzt gehe ich in die andere Richtung. Unsere Wege werden sich trennen. Und das ist was Natürliches, völlig Natürliches. Sie gehört ja nicht zu mir. Ja, klar. Aber trotzdem natürlich was Trauriges. Es gab ein Leben vor Lotta und es gibt ein Leben nach Lotta. So einfach ist es für mich oder so traurig ist es auch für mich. Mhm. Aber jetzt bin ich mehr oder weniger froh, dass ich sie gehabt habe. Mhm. Und erinnerst dich gerne zurück und gibst auch die Erinnerungen und die Erlebnisse mit deinen Tieren weiter. Genau. Man kann dich da begleiten bei Waldwanderungen. Was machst du? Ich habe also Waldwanderungen. Bei diesen Waldwanderungen geht es eigentlich um das, dass ich den Menschen die Natur ein bisschen näher bringe und ihnen die Abläufe in der Natur erkläre. Wie zum Beispiel der Marder. Das Typische bei Marder haben wir immer nur ein Klischee, ein Vorurteil. Mhm. Zerbeißen unsere Kabel. Aber ansonsten weiß man ja recht wenig davon. Haben Sie bei mir auch schon gemacht? Haben Sie schon gemacht? Haben Sie bei jedem. Bei mir deswegen habe ich einen Piepser jetzt. Ja, genau. Aber die meisten haben eben nur die eine. Ja. Und die wissen überhaupt nicht, wie facettenreich, wie empathisch und was Marder sind zum Beispiel. Und ich möchte ihnen die ganzen Abläufe, auch mit Totholz zum Beispiel und dem Leben, den Menschen dann erklären. Und das ist dann so eine Win-Win-Situation, weil es gewinnt dabei jeder. Die Menschen sowieso und die Tiere auch. Und das ist wichtig. Ganz besondere Geschichten rund um Marder, Lotta, Mardermädchen. Lesungen gibt es da auch zu den Lesungen habe ich auch, genau, über so ein Bühnenprogramm. Ja. Und jetzt gerade drehen wir einen neuen BR-Film, so eine Fortsetzung von Wolfi und dem Wald. Und da sind wir gerade dabei zu drehen. Letzte Woche ist es losgegangen und bin ich schon ganz froh drüber. Kommt wahrscheinlich im Weihnachtsprogramm bei euch. Passt gut. Wolfi, vielen Dank. Ich danke auch, dass ich das sein durfte. Ganz tolle Erlebnisse. Danke an alle, dass ich das sein durfte.